Wir sind hier in Windisch, in der Garhalle vom Reisezentrum von Knecht, von Eurobus, das sehen wir im Bild. Wir reden heute über das Reisen und über das Unternehmen. Können Sie uns erzählen, Heinz Knecht, wie Sie mit dem Unternehmen verbunden sind? Der Anfang dieser Unternehmung hat mein Grossvater gemacht. Er war Förster, Holzhändler und Landwirt. Er hat gewirtschaftet in der Betznau, dort, wo heute das Kraftwerk steht. Er hat Holz zusammengekauft für die Aargauer Schreinerei, Sagerei. Wir hatten grosse Sagereien im Aargau. Eine grosse war hier in Windisch, wo heute die Kabelwerke stehen. Das Holz hat er gekauft im Schwarzwald, in der Innerschweiz. Später hat er angefangen, das Holz zu transportieren zu den Kunden. Für das hat er Ross zugetan. Und das war eigentlich 1909 der Anfang von dieser Fuhrhalterei. Er hat später mit diesen Ross auch weitere Transporte gemacht. 1913 habe ich hier ein Foto mit einem Bennenwagen Käse geführt hat, oder sogar einen Schwertransport für einen grosses Objekt für die Spinnereien in Windisch. 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, hat er den ersten Lastwagen angeschafft, Ross und Wagen verkauft, blieben ist Fee. Mit dem ersten Lastwagen, der war aus deutschen Armeebeständen, Restbestand, hat er dann die Holztransporte weitergeführt. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Einstieg. Das war die Entwicklung zu der ganzen Unternehmung. Das war in Windisch, an der Bach-Matt-Strasse. Wir hatten dort ein Bauernhaus. Ich bin dort aufgewachsen, geboren 1936, in einer Grossfamilie. Zusammen mit Großeltern, Eltern, Tanten, Schwestern, Geschwister. Ja, es ist eine bescheidene, aber eine schöne, gesunde Zeit. Wir haben es gut gehabt. Der grosse Nachteil war, dass das Bauernhaus kein einziges Quadratmeter Land hatte. Wir mussten das Land pachten, und zwar so billig als möglich. Geld war immer knapp. Dann hat man das Land pachtet weiter weg, in Obenzeien, auch am Bötzberg, aber auch in Rheinicke, in der Kreehalde hinten. Und ich war dabei, wo meine Mutter mit einem Wagen voller Heu, gezogen von zwei Kühen, Jockey und Gritli haben sie geheissen, Druck, Städte drauf, Bollenstein, auf der Höhe vom Rothaus bricht ein Speicher von dem Wagen. Der Wagen ist schräg gekommen. Ich vielleicht 6, 7. Die Mutter hat gesagt, du musst hier aufpassen. Auf die Fee. Ich gehe zum Schmied Antenne, gehe Hilfe holen. Bei dem war die Mutter kommt mit dem Antenne, mit dem Herrn Antenne. Da habe ich den Disput verfolgt. Was darum gegangen ist, zuerst wird Geld auf den Tisch gelegt, bevor repariert wird. Und meine Mutter ist dann zumal auf Indisch rausgelaufen, heim, das Geld geholt, hat mich enorm geprägt. Und genau gleich hat mich geprägt später, wenn ich daheim am Tisch gehört habe, wie die Erwachsenen geredet haben miteinander, wie wenn wir das Geld beschaffen, Ende Monat müssen wir wieder einen Wechsel einlösen. Bei der Kantonalbank in Bruck. Für den neuen Lastwagen, den wir gekauft haben. Und ich immer dachte, Jan, sonst geht der Lastwagen wieder retour und das ist alles verloren. Das hat mich enorm geprägt. Das ist eigentlich die Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Mitzuverfolgen, wie der Betrieb dann gewachsen ist, grösser geworden ist. Aber du hast gesagt, Geld war immer knapp.
Wir haben dann auch mitgeholfen. Also Runkelbutzen und Hähnchenöpfchenkrim und Schittli biegen. Oder in der Käse Bollenstein auf dem Laufband kratzen mit dem Kreuel. Wir sind aber auch, ich und meine Brüder, zweimal in der Woche in Städtlien, gegen Zeugtränke zusammensammeln. Das waren Essensreste von der besseren Familienbrock, von dem Restaurant, aber auch von der Waffelfabrik Seger, die es dann mal in Bruck geht. Schöne Abschnitte. Da haben wir auch etwas ein bisschen nehmen davon. Aber das ist ein zum Zeigen. Es war eine gute, aber eine strenge Zeit. Schaffen hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Ich habe gerne geschafft, aber etwas war ich nicht. Ein Musterschüler. Also, da hat mich. Ich liebe Kühe gehütet, als dass ich Schulaufgaben gemacht habe. Und wenn ich barfuß in die Schule bin, hat der Lehrmärkli gar nicht gern gesehen. Und mir das hat spüren gegeben. Aber noch, ich wäre gerne Bauer geworden, es ist anders gelaufen. Nach der Schule ins Felsland, dann ein KV gemacht. Anschließend noch ein Jahr in London. Nachher heim, der Rekrutenschule etc. Und bin dann 1959 in den elterlichen Betrieb eingetreten. Angefangen in einer Bürobaracke, dann kurz vorher ist unser Bauhaus total abgebrannt. Es ist gar nichts mehr übrig geblieben, sogar meine Zeugnisse sind verbrannt. Da bin ich gar nicht traurig gewesen, egal. Und dort habe ich dann gelernt, was Learning by Doing, was Schaffen ist. Ab 1963, bin ich 40 Jahre die rechte Hand vom Walter Knecht, der Bruder von meinem Vater. Er war seinerzeit Sekundarlehrer, ist dann heimgekommen. Und er war eigentlich der Patron alter Schule, der aus dieser Firma den Grundstein gelegt hat für das, was sie heute geworden ist. Was hat er gemacht, um den Grundstein zu legen? Er war sehr innovativ. Er hat dann natürlich wirklich Aufträge hineingeholt. Er hat Kontakt gepflegt mit all diesen Vereinen. Er hat viele Filmaufnahmen gemacht und Diafotos. Und die hat er dann auch mit diesen Vereinen, an den Vereinsanlass vorgeführt und so die Leute animiert und lustig gemacht zum Bereisen. Er war aber auch sehr technisch innovativ gewesen. Er hat geschaut, dass wir da nicht stillgestanden sind, sondern dass sich das weiterentwickelt hat. Fahrzeug, die Qualität der Fahrzeuge, der hat beim Garreisen immer eine grosse Rolle gespielt. Er hat dann eigentlich auch dafür geschaut, dass Ross und Wagen für Ausflüge abgelöst worden sind durch den Restig Gar. Das war 1924. Da war allerdings der Großvater ganz stark involviert. Ist der Restig Gar gekauft worden. Das ist ein Fahrzeug, wie wir es hier sehen, an einem Vereinsausflug auf dem Klausenpass oben. 1924. Das ist eigentlich, er war stark, die Leute begeistern für alles. Zum Reisen, zum Arbeiten. Eben noch. Und auch als Arbeitgeber, absolut. Eben nach dem Zweiten Weltkrieg, dann haben sie ja die Flotte ausgebaut. Sie waren dort ein Teenager gewesen, kann man sagen. Sie haben das mitbekommen, Wie das Unternehmen gewachsen ist. Ja, können Sie die Flotte beschreiben, die Qualität dieser Fahrzeuge? Ja, das war folgendermaßen. Der Gado, den ich Ihnen zeige, den wir können Samstag, Sonntag einsetzen. Denn nur dann hätte das Volk reisen können. Das heisst, es also, war ganz schlecht ausgelastet gewesen. Unter der Woche ist er gestanden. Hat natürlich nicht rendiert. Überhaupt nicht. Da hat man neue Lösungen gesucht. Hat Mehrzweckfahrzeuge angeschafft. Ein Lastwagen.
mit einem Schaffi, wo man die Karosserie draufsetzen konnte, oder nach Bedarf einen Möbelkasten draufsetzen oder auch einen Bruck. Also da hat der Einsatz etwa so ausgesehen, wir unter der Woche durch hat man Transport gemacht, aller Art. Am Samstag vielleicht einen Zügelten oder am Samstagnachmittag sogar ein Hochse geführt. Und am Sonntag ein Vereinsausflug. Und die Karosserie und die Ladebrücke, das war in einer Garage aufgehängt und das ist von Hand mit Seilzügen ist das abgehoben worden und aufgesetzt worden. Und ich mag mich gut erinnern, wo einmal so ein Möbelkasten abgestürzt ist und mein Vater drunter gekommen ist und sehr, sehr viel Glück gehabt. Das ist ungefähr 53. Nach dem 53 sind die Mehrzweckfahrzeuge abgelöst worden. Dann hat Knecht den ersten moderne Omnibus gekauft. Hergestellt in Deutschland, das ist der Marke Setra, da ist Bezeichnung für selbsttragend. Das Fahrzeug hat nachher kein Chassis mehr gehabt, wie ein Lastwagen, sondern die Karosserie hat das Ganze gedreht. Das hat dazu geführt, dass es viel ruhiger war, komfortabler, weniger schütteln und rütteln, sondern wirklich ein Bus gekommen ist. Und das war dann eigentlich auch der Moment, wo der Car als Reisemittel vom armen Mann ein bisschen mitgeholfen hat, dass der Car schlussendlich auch in der besseren Reise anerkannt wurde. Man hat ihn zur Kenntnis genommen und hat ihn auch genützt, hat ihn auch gebraucht. Und das ist dann gerade nach dem Zweiten Weltkrieg stark zum Tragen gekommen. Die Leute hatten ja kein eigenes Auto. Wäre aber gerne reisen. Und sie haben vor allem ein Gemeinschaftserlebnis gesucht. Man hat angefangen, Erlebnisfahrten auszuschreiben. Eine der interessantesten ganz normal war die Fahrt ins Elsass in die kriegsgeschädigten Gebiete und hat dort die Schäden angeschaut. Mit allem Drum und Dran, allen zerschossenen Panzer und allem, was noch da war, hat man anschauen. Im Elsass, durfte man fahren, dank einem Kollektivpass. Einzelreisende konnten nicht aber können. Das war unser Vorteil. Und dann, ein weiteres Ereignis war 1945, die Eröffnung des Sustenpass. Das war ein Wunderwerk an einer Strasse. Und die Leute wollten das sehen. Und mein Vater ist während der Woche hat er tagtäglich eine Gesellschaft Leute, die sich hier angemeldet haben für die Fahrt, über den Pass hier geführt. Vom Gatmental wie das Meiental. Ich habe das selber auch noch in bester Erinnerung. Ich durfte mit. Und weiss noch, wenn ich stolz war auf meinen Vater, wenn der in der Tremola, der Gar, der natürlich noch keine Lenkhilfe hatte, also ganz am Abgrund entlang gefahren ist und Männer, die haben Bravo geklatscht und gerufen und die Frauen haben geäußert im Gar. Das ist ganz normal. Das waren Erlebnisse, die natürlich all diesen Passagieren, die ja nicht so viel auf Reise haben können, das ist für die größte Reise, haben sie können machen innerhalb von einem Verein, wenn der Verein eine Reise gemacht hat, Männerchor oder Feuerwehr oder Trachtengruppe oder was es immer war. Dort war eigentlich oft das Reisen das Ziel. Und wenn dann der Männerchor noch gesungen hat, oder die Trachtengruppe, da hat das ganz eine besondere Stimmung gegeben. Und es ist einfach ein Gemeinschaftserlebnis geworden, wo den Leuten geblieben ist. Das ist nach dem Krieg ein
ein starker Anstieg von der Reiserei, der eigentlich nur aufgrund von der Gar, vom Garanbergott möglich geworden ist. Sie sind eben anfangs der 60er Jahre dann rechte Hand geworden von Walter Knecht und sind das lang geblieben. Dort war die Zeit schon ein bisschen andere. Es hat immer noch viele Vereinsreisen gegeben, aber die Art der Reisen hat sich ein bisschen angefangen zu verändern. Was ist dort, wo Sie so richtig im Unternehmen drin waren? Denn? Also, was war dort angesagt an Reisen? Ich bin eigentlich auch in die Firma gekommen, weil sie einen gebraucht haben, wo er können Schreibmaschinen schreiben. Das ist tatsächlich so. Zusammen mit meiner Mutter bin ich auf dem Büro gewesen und hatte glaube ich eine Hilfskraft gehabt, also einen Buchhalter in dem Sinn. Aber ich habe können mit dabei zutragen, dass einfach die Reiseangebote attraktiver geworden sind. Wir hatten die glückliche Zeit gehabt, dass dann zumal der Diesel etwa 60 Rappen gekostet hat, der Liter. Und das hat dem Fahrpreise gegeben, wo es eigentlich allen Reisewilligen ermöglicht hat, auch mit dabei zu sein, mitzureisen. Das hat dazu geführt, dass die Vereinsreisen sehr stark zugenommen haben und wo die Stadtmusik Brugg einst zwei Tage an die bayerischen Königsschlösser gefahren ist, sind sogar zwei Bus ausgelastet gewesen. Das hat einfach gezeigt, wie das langsam immer beliebter und aktueller geworden ist. Und dann hat man natürlich auch über Grenzen hingeschaut. Und da hat es grosse Ereignisse gegeben. 1958, Brüssel, die Weltausstellung. Da haben wir dürfen hunderte von Leuten nach Brüssel fahren. Das Atomium war dann zumal der grosse Renner dort. Aber er hat angefangen, Mehrtagesfahrten zu machen. Großglockner, Wien, Paris, Brüssel, Rom, Florenz. Ja, dann zumal ist nicht das Navigationssystem, das gefehlt hat, das grosse Problem für den Chauffeur, der auch gleichzeitig ein Reiseleiter gespielt hat, sondern all die fremden Währungen. Er war in Wechselstube. Er musste immer wieder Schweizer Geld eintauschen gegen all die verschiedenen Währungen, die es gegeben hat. Und natürlich auch in den Hotels und Restaurants hat man immer sofort abgerechnet, der Chauffeur. Und hat natürlich keine Kreditkarte gehabt. Dann ist alles Bargeld über den Tisch gegangen. Das hat es ganz schwierig gemacht, aber offenbar auch sehr interessant. Denn die Chauffeure sind gern in Lausanne-Kreis. Sie sind gern weg, ein bisschen weiter. Denn oft haben sie halt kleinere Einsätze gehabt in der Region. Sie haben Tagesfahrten gemacht, den Blutschfahrt ins Fricktal oder eine Fahrt auf die Insel Mainau, in die Blumen gebracht. Oder im Winter ist es auf Engelberg gegangen, zum Skifahren. 14 Franken hat die Fahrt gekostet, dann zumal. Besonders interessant wurde es dann ab 1960, wo die grossen internationalen Reiseanbieter mit Reisegruppen aus Amerika gekommen sind. Der Dollar war 4,30 Franken, dann zumal. Es war natürlich ein Paradies, Europa. Und unsere Bus sind mit den Amerikanern und später mit den Japanern immer während 10 bis 30 Tage in Europa von Hauptstadt zu Hauptstadt gefahren. Und das hat dann auch für die Chauffeur ist das natürlich eine absolute Weiterbildung gewesen. Und hat auch dazu beigetragen, dass man sich später in den Fahrten, die wir dann auch propagiert haben, Erlebnisfahrten, einfach schon wirklich etwas haben können bieten in den Passagieren. Ja, das war so die Entwicklung in den 60er Jahren.
Können Sie erzählen, was das für ein Publikum war, wo Ihre Reise, die Sie von hierher angeboten haben? Sie haben vorher gesagt, eben nach Paris oder nach Florenz. Für Mehrtäger, ja. Was sind das für Leute, die da so eine Reise gebucht haben, die nachher in einem Jahr waren? Ja, das hat sich das schon ganz differenziert. Einerseits hatten wir die Ferienreisen gehabt. Die Badireisen, Costa Brava, Adria, Riviera, auch Monte Grotto. Da muss man schon wieder unterscheiden. Badekur, Monte Grotto. Also in diesen Bade- und Ferienreisen, da ist natürlich querbeet alles weggegangen. Da ist der Herr Lehrer und auch der Landwirt sind miteinander gereist und ist meistens mit der Familie gewesen. Man ist jetzt natürlich sehr viel. Entweder ist man mit dem Verein, mit den Kollegen gegangen oder nachher ist man mit der Familie gereist. Und dann hat es schon die besseren Angebote gegeben. Und da war natürlich wieder federführend gewesen, der Walter Knecht, der als Sekundarlehrer kulturell sehr befließt war. Und der hat ein Angebot gebracht mit Sehenswürdigkeiten, dass man natürlich auch Museen besucht hat, in München, das Technische Museum, das war etwas ganz Gewaltiges, oder auch in Wien. Und das hat schon eine eigene Kundschaft gebracht. Die interessierten Leute, die da mitgereist sind, das waren nicht einfach nur die besseren Leute, sondern einfach interessierte Leute, die sich interessiert haben für das. Und das hat dazu geführt, dass halt auch dort der einfache Mann neben besser situierten Mann, wenn man so darf sagen, gesessen ist. Das ist eigentlich beim Garreisen immer ein Bedürfnis gewesen, etwa die rechten Leute mit den rechten Leuten zusammenzubringen. Bei den Vereinen war das kein Problem gewesen. Sonst das war nicht so einfach. Denn die Ansprüche waren so verschieden. Garreisen waren ja günstige Angebote. Entsprechend haben vielleicht die Hotels nicht immer den Vorstellungen entsprochen, die die einen hatten. Für andere war es super. Ja. Wie viel hat so Anfang 60er Jahre so eine mehrtägige Reise auf Paris zum Beispiel gekostet? Wenn Sie sagen, es waren günstige Reisen, ja, das haben sich auch alle können leisten. Ich kann mir das konkret sogar noch gewisse Notizen gemacht. Also, das Wochenende in Paris war 115 Franken. Gewesen, oder? Nach zum gewesen, oder? Florenz, Rom 140 Franken. Wie ein Großglockner 130. Also, da war man dann 3 Tage unterwegs. Da war man 3 Tage unterwegs. Einmal 4. Man konnte dann den Preis tief halten. Sehr oft mit einer Nachtfahrt angefangen. Man ist nach Paris dort zu oben gestartet. Das war am Morgen in Paris. Man hatte also schon mal eine Übernachtung gespart. Und dann ist man in Paris gerade zur Stadt rumgefahren. Und die Leute sind dort schon noch weniger anspruchsvoll gewesen und hat das akzeptiert. Heute natürlich undenkbar. Im Jahr 1966 gibt es im Aargau ja das erste Mal ein Feriengesetz. Da haben die Leute gesetzlich Ferien zu gut 2 Wochen. Das wird dann verlängert, je nachdem, ob man über 30 ist oder unter 30, ja, so in den 70er Jahren. Haben Sie das gemerkt, dass es da Veränderungen gibt, dass man so als Angestellte wirklich Ferien hat und die dann auch buchen tut, zum Beispiel mit einer Garfahrt? Also, im Büro habe ich es natürlich gemerkt, vor allem, wo dann langsam der Samstagabend weggefallen ist. Zuerst hat man noch jeden zweiten Samstag gearbeitet, nachher überhaupt nicht mehr am Samstag. Und dann sind die Gesetze auch für die Chauffeure einschneidende Gesetze, richtigerweise. Da habe ich, war ja noch Disponent, musste die Chauffeure einsetzen und zuteilen. Schon gefordert war, dann plötzlich hatte er Ferien gehabt, und hat die Ferienwelle
gerade in einer Zeit, wo es wirklich nicht geht, aber er hatte ja auch noch Kinder gehabt. Vor allem so habe ich das gemerkt. Ob wir mehr Reisende hatten, das kann ich jetzt eigentlich so spontan nicht mehr beantworten. Aber ein wesentlicher Punkt, den ich gleich noch sagen möchte, im Zusammenhang mit dem Wachstum. Garreisen sind immer der Saison und im Wetter. Wetterbedingt sind die Einsätze. Das hat dazu geführt, dass man damals sehr schlechte Auslastungen hatte. Die Busse sind gestanden. Und dann hat man es wieder Standbein gesucht und ist 1971 in den öffentlichen Verkehr eingestiegen. Da durfte ich in Lenzburg unseren ersten Betrieb, der Regionalbus Lenzburg, unseren ersten Betrieb im öffentlichen Verkehr, auf die Beine stellen. Und weil das recht gut gegangen ist, wir haben einen guten Ruf erarbeitet bei den Behörden, ist das die Ausgangslage, dass wir nachher in der ganzen deutschen Schweiz können solche Aufträge übernehmen. Wenn Sie heute mit dem Postauto vom Bodensee Abon nach St. Gallen fahren, sitzen Sie in einem Postauto von Eurobus. Das ist zwar geil, oder? Aber, wenn Sie vom Rottal nach Luzern fahren, sind das auch Bus von der Firma Knecht. Das war für uns ein ganz wichtiges Standbein, das dann geholfen hat, das Ganze auch zu beruhigen und auch finanziell auf eine bessere Basis zu stellen. Und einfach uns ermutigt hat, wieder zu investieren, neue Sachen zu kaufen. 1968 ist als Novum der erste Zweistöcker in die Schweiz gekommen, zu uns. Das war etwas ganz Gewaltiges. Später konnte ich weitere Betriebe übernehmen. Sind das für Betriebe, die Sie übernommen haben, so in dieser Zeit? Also im Gar-Bereich waren es vor allem Gar-Firmen, oder Firmen, die auch Gar hatten, die nicht realisiert haben. Wir haben in Brugg mit der Konkurrenz übernommen. In Brugg die Firma Vöckli Meier. In der Region Waadt war es Schmied Wettiger. In Zürich war es Fröhlich. In Luzern war es Rotalautat. In Biel Funicar, in Bern Berner Wanzeried und Garouge, in Basel Sahner. Also so alles Firmen, die ihre Stammkundschaft mitgebracht haben, zu einer guten Auslastung geführt hat. Das hat auch dazu geführt, dass schlussendlich notwendig geworden ist, dass man so ein Reisezentrum baut. Die Leute zusammengebracht sind und von daher startet auf die grosse Reise. Oder? Wir sind jetzt so ein bisschen hin und her in den Zeiten und über die verschiedenen Unternehmungen von Knecht. Gar ist ein Bereich, Personentransport ist ein anderer Bereich. Sie haben aber auch noch Gütertransport. Wie hat sich der entwickelt? Das ist ja auch in der Fuhrhalterei eigentlich das Grundbusiness gewesen. Man hat angefangen mit Lastwagen, Kipper. Wir haben während der Hochkonjunktur Bauerei einen grossen Fuhrpark gehabt, ganz mal gross, vielleicht 30 Kipper. Und wir haben Baumaschinen gehabt, Trucks und Packer. Da haben wir grosse Aufträge gehabt, wie Aushub für den Barrecktunnel. Oder Shopping Center Spreitenbach 1970, 1972. Und dort haben wir bis 100 fremde Fahrzeuge noch eingemietet, die für uns gearbeitet haben. Nachher war das aber ein Job, den alle anderen auch machen konnten. Also die Konkurrenz war immer grösser geworden. Und dann ist der Autobahn
Bau war auch noch. Das war übrigens ein ganz grosser Arbeitgeber. Preise sind eingesackt. Viele Chauffeure haben einen eigenen Lastwagen gekauft. Sie waren natürlich billiger als die, die noch ein Büro hatten, mit einem Disponent. Und dann haben wir uns angefangen zu spezialisieren auf die Gebiete, die nicht jeder gemacht hat. Das war einerseits Möbeltransport, Lagerhaus und auf der anderen Seite Spezialtransport. Früher hat man dürfen für damals BBC grosse Generatoren transportieren. Dazu hat es spezielle Fahrzeuge gebraucht. Und die konnten nicht alle anschaffen. Also konnte man sich dort ein Standbein sichern, wo wieder einigermaßen den Ertrag gebraucht hat, den man auch gebraucht hat. Das war dann schlussendlich auch der weitere Schritt, der Übernahme von der Firma Welti Fuhr in Zürich, wo dann zumal schon eine grosse Nummer war im Bereich Transport, aber heute eigentlich die grösste Nummer ist, wenn ich das so sagen darf, im Bereich Möbeltransport international, Kunsttransport, Lagerhäuser und zu denen gehören heute auch die Autokräne, die ganze Flotte Schwertransport. Autokräne, das sind etwa 40 solche Pneukräne, wie ich hier Ihnen vorhin gezeigt habe. Das war die Entwicklung auf dem Gebiet, nebst der Touristik. In der Touristik ist natürlich, haben sich die Reisebüro entwickelt. Wann haben Sie das erste Reisebüro aufgetan? 1962 in Brock. Der Grund war, die Inklusivreisen, die haben immer mehr Reservationen gebraucht für Hotel, Übernachtungen, eben für mehrere Tage Ausflüge. Und da ist eigentlich das Reisebüro die leistungsfähigere Organisation gewesen. Und aus dem heraus sind dann, also das Reise hat sich recht entwickelt, sind eins nach dem anderen Reisebüro ist gefolgt, zu Baden, zu Wettigen, eigentlich eben ein Rezentrum, kann man sagen. Aber vor allem hat man auch Firmen dazu gekauft, Firmen, die unter dem eigenen Label gearbeitet haben, Spezialistenfirmen wie Baumüllerreisen zum Beispiel, Kira-Reisen, die für den Osten ganz stark ist. Glur-Reisen in Basel, die ganz stark ist für den hohen Norden. Agrarreisen, Reisehochschule Zürich, RHZ, Baden. Ja, also es sind 18 weitere Unternehmungen, die so dazugekommen sind, die teilweise unter dem eigenen Namen weiterarbeiten. Oder? Man hat also nicht eine Firma gekauft und denen den Namen weggenommen und gesagt, du bist jetzt ein Knechtreisen, sondern sie haben weitergearbeitet, so wie sie sind. Vorher gut gearbeitet haben. Wir haben keine marode Reisebüro übernommen. Wir haben nur gute, also wir haben keine Sanierungen gemacht. Darum hat man die können unter dem gleichen Namen weiterarbeiten. Was war Ihre Funktion diesbezüglich bei diesen Übernahmen von diesen verschiedenen Reisebüro, die ab den 70er Jahren angefangen haben? Oder? Wo sind ja, noch? Wir haben dann natürlich es hat dann einen Verwaltungsrat gegeben und präsidiert vom Walter Knecht und da konnte ich Einsitz nehmen und war eigentlich involviert bei all diesen Übernahmen. Man musste Meinung sagen und wenn man Ja gesagt hat, musste man auch Risiko übernehmen. Und wenn man Nein gesagt hat, musste man riskieren, dass später vielleicht geheißen hat, ja, du hast ja nicht wollen. Aber ich darf sagen, zurückblickend, es ist gut gegangen. Heute ist ja gerade die Reiseorganisation, die Knecht Reise, ist heute eine Reisegruppe, die
vor allem in den Federeisen spezialisiert ist. Angefangen hat das seinerzeit mit der Eroberung der Südsee. Australien, Neuseeland, Südsee. Das hat dazu geführt, dass man 1992 in Sydney ein eigenes Büro aufgetan hat und von dort aus gearbeitet hat. Später ist Südafrika dazu gekommen, wo wir absolut Machtleader geworden sind, gefolgt von Amerika, Mittelamerika und Südamerika. Südamerika sind wir mit Latino Travel, haben wir ein ganz festes Standbein, das auch erfolgreich arbeitet. Ja, das ist eigentlich die Entwicklung. Die Welt ist, Sie haben es jetzt geschildert, eigentlich über die Zeit, die Sie beobachten, so in den letzten 60 Jahren immer grösser geworden von einer Sustenpassreise. Gerade nach dem Weltkrieg, vielleicht dann nachher noch ins Elsass, bis wirklich auf die andere Seite, in den 90er Jahren Australien, Neuseeland, ja, wo ganz gross geworden ist. Ja. So die Zeit dazwischen, in den 1980er Jahren oder auch schon in den 1970er Jahren, was ist dort so populär gewesen? Was sind dort Hits gewesen, wie punkto Reisen? Also, unsere Reisebüros, die haben sich sehr früh auf Fernreisen spezialisiert. Auch dort war das Gleiche gewesen. Es hat einen Haufen Reisebüro gegeben. Überall ist Reise aufgegangen. Und die haben alles verkauft und sind Wiederverkäufer gewesen. Und man hat natürlich gleich gemerkt, dass das Wiederverkauf nicht das Gelbe vom Ei ist. Und hat dann angefangen mit eigenen Produktionen. Und die Eigenproduktionen, das sind eigentlich immer weltweite Reisen gewesen. Im Kurzreiseverkehr, da sind wir einfach nach wie vor stark gar orientiert. Die Angebote, die es auch heute gibt mit gar, die sind natürlich spezialisierter geworden, feiner geworden, auch nach den Wünschen der Kundschaft. So hat man zum Beispiel nachher die Firma Gar Rouge übernommen und ausgebaut. Das ist eine Firma, die vorher in Bern bei der PTT angesiedelt war. Und die haben Premiumreisen angeboten. Und das haben wir übernommen. Premiumreisen heisst, es ist einfach auf einem höheren Level gewesen. Man hat bessere Hotels gehabt, man hat 4-Sterne-Hotel, 5-Sterne-Hotel. Und die Reisen sind, da war Studienreise, auch Vergnügungsreisen, Weinreisen, Musikreisen. Ja, in diesem Segment. Das ist so die Verfeinerung, die Sie beschreiben, oder? Nicht mehr einfach die Vereinsreise, als wo das Reisen an sich der Anlass war, sondern auch schon, dass man so sich an etwas orientiert, vielleicht am Genuss, oder? Ja. Oder Kunst an sich, wo man irgendwo noch einmal hinfährt. Wir haben das eben noch miterlebt, dass viele sind mit dem Gar gereist, zuerst mal noch einmal Tee, und nachher haben sie es gekannt und sind später mit dem PW gegangen. Oder? Und dazu kam auch, dass sie halt dann einmal von den Hotels auch noch direkt angeschrieben worden sind. Und einmal halt mit dem Angebot, das wir gar nicht haben können, mithalten. Das ist eigentlich, hat uns gezwungen, Sachen anzubieten, die der Einzelne nicht gewusst hat oder gar nicht dazugekommen ist. Oder? Ja, ja. Es hat ja verschiedene auch Krisen gegeben zwischendurch. Ich denke zum Beispiel, etwas, wo Sie gesagt haben, haben Sie davon profitiert, ist der sehr günstige Diesel. Es hat einmal eine Ölpreiskrise gegeben. Das ist in den 70er Jahren. Wie haben Sie die erlebt? Also die Ölkrise an den 73, wo die arabischen Ölstaaten die Förderung reduziert haben, da ist der Ölpreis um 4-fache gestiegen, ums Vielfache. Und das hat natürlich alles verteuert. Das hat nicht nur das Transportgewerbe, das hat die ganze Industrie gespürt. Aber das Transportgewerbe mit den Fahrzeugen ganz besonders. Das war eine schlimme Zeit. Aber es ist irgendwie wieder gegangen, es ist wieder vorbeigegangen. Das ist bei den Auslastungen hat das sehr weh getan.
Da haben wir aber andere Sachen gehabt, die finanziell sehr wehgetan haben. Einer der grossen Tiefschläge war, beim Bau des Shopping Center Spreitenbach ist ein sehr grosser Auftraggeber von uns Konkurs gegangen. Wir mussten eine gewaltige Summe beistreichen. Der hat uns gewaltig geschüttelt. Aber ich darf es so sagen, während all diesen Jahren ist das Kapital, das wir in der Firma erschaffen haben, in der Firma geblieben. Es war ein Familienunternehmen. Wir kennen ein Ferienhaus am Meer oder eine Yacht oder weiss ich was. Und das hat zu einem guten, starken Rucksack geführt, dass wir eben diese Tiefschläge relativ gut überstanden haben. Es gibt ja auch noch weitere so Entwicklungen, zum Beispiel so eine Öko-Bewegung, die in den 70er Jahren das erste Mal so ein bisschen kommt und dann vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielt und dann immer wieder bis in die Gegenwart, wo man sagt, ja, man soll nicht mehr so viel umreisen, man reist aber immer mehr rein von der Statistik her. Haben Sie das gespürt bekommen? Gibt es das irgendwann, wo ich meine, Leute das anmelden? Im Garbereich nicht stark. Und auch im Flugbereich. Also, man hat ja das immer wieder erlebt. Es wird sehr viel geredet von, aber selber wird es halt nicht so befolgt. Also, aber natürlich, es hat immer Bewegungen gegeben, wo jedes Reisen wahrscheinlich ein Sinn war. Oder? Aber das haben wir machen. Wir haben ja gelebt von dem, wir haben ja müssen, wir haben ja. Natürlich hat man probiert, sich anzugleichen. Wir sind in einer Organisation beigetreten, wo man für jede Reise hat man irgendetwas müssen abzweigen. Ich habe den Namen nicht einmal. Wann war denn das gewesen? Wann sind Sie auf das gekommen? Ja, das ist. Ja, das schon. 2000 gsi, das war also schon. Ja, in diesem Jahr 1000 gsi. Aber ich muss dir sagen, stark haben wir das nicht gespürt. Nein, nein. Wir haben vorher ein bisschen darüber geredet, wie eben die Reise immer weitergegangen sind. Auch die 90er, 0er Jahre, wo wirklich eigentlich so die Jahrzehnte sind, auch von den Billigflügen, die dann so richtig aufkommen. Wenn sie jetzt so also 20 Jahre zurückschauen, also die letzten zwei Jahrzehnte, eben nach 2000. Was sind da so die grossen, wo ist da die Nachfrage gewesen? Im Garbereich oder im Reisebereich generell? Überhaupt. Im Reisen der Schweizer ist ja, darf man sagen, ein Reisefüller. Der Schweizer reist sehr viel. Und plötzlich ist er auch viel Flüger geworden. Es hat dann zumal während der Jahre die Städteflüge gegeben. Da ist man für wenig Geld, ich kann den Betrag kann nicht auswendig sagen, ist man zwei, drei Tage nach Berlin, nach Wien geflogen. Das hat der Schweizer eigentlich richtig gereizt, um noch weiterzugehen. Denn die Städteflüge sind relativ rasch, hat man das gesehen. Und dann das war eigentlich die starke Entwicklung für die Langstreckenreise. Zudem ist die Billigflügerei gekommen. Die Flugtarife sind eingebrochen. Der Nimbus vom Exklusiven beim Fliegen, der ist ja verschwunden. Früher ist man noch mit einer Krawatte ins Flugzeug eingestiegen, oder? Schlussendlich im T-Shirt. Ich würde sagen, es waren vor allem die Preise gewesen, im Flugbereich, wo die ganze Reiserei richtig gefördert hat. Ja. Und womit hat sich denn zum Beispiel ein Reisebüro oder auch eben immer noch Garreiseangebot können profilieren, wo jeder kann selber buchen zum Beispiel und wo jeder ein Auto hat, wo man auch neu mit anfahren könnte. Was ist das, was das Reisebüro kann leisten kann? Und also, es gibt natürlich Angebote, die nur das Reisebüro erbringen kann.
Bei den Fernreisen, wenn Sie in Sydney in die Opera wollen, dann müssen Sie die Billett via Reise. Sie können nicht direkt das Billett buchen dort unten. Und die grossen Reisen vor allem, die bestehen ja immer wieder aus Besichtigungen. Man geht an Ort und schaut und das an. Von dem hat das Reisebüro profitiert. Der Einzelreisende kann zwar buchen, seinen Flug nach Singapur, egal wo er ist. Muss allerdings aufpassen, wenn er nicht reisen kann, dass er wieder zurückbuchen kann. Das ist ein brisantes Thema. Wie ein Reisebüro ist das immer möglich gewesen. Wir können Termine ändern, wir können das Datum ändern, wir können die Strecke ändern, umbuchen. Als Einzel, via, immer wieder via Internet buchende, kommt er da sehr rasch an die Grenzen. Und wir haben das vor allem gespürt, wo seinerzeit in Australien und ich glaube auch in anderen Ländern, aus irgendwelchen Gründen, was war es? Kommt mir bestimmt nicht gerade in den Sinn. Viele Reisende mussten zurückkehren, das Land verloren. Und die Knechtreise in Sydney war tagelang beschäftigt, um diesen Einzelreisenden aus der Sackgasse zu helfen, weil sie mit den Billetten, die sie buchen hatten, nicht mehr weitergekommen sind. Ich kann den Zusammenhang nicht mehr ganz erklären. Das war das Swiss Air Grounding 2001. Ja, sie bringen mich drauf, das Grounding. Die Leute heimzubringen. Ja. Mit Billetten, die nicht mehr gültig waren. Habe ich vergessen. Ja, das ist so ein Initialereignis für das neue Jahrtausend, glaube ich, in der Reisebranche. Ja. Wir haben ja gegenwärtig Spätsommer 2020. Die ganze Reisebranche ist in den letzten 6 Monaten dank der Pandemie zum Erliegen gekommen. Sie spüren das als Unternehmen oder die jetzige Leitung spürt das auch. Ist die Krise vergleichbar mit etwas, was Sie vorher erlebt haben? Nein, die Krise ist viel stärker. Was wir heute erleben, im Augenblick, das haben wir noch nie erlebt. Das ist gewaltig. Im Gar-Bereich, die Busse stehen rum. In der gesamten Schweiz Buchungen in den Reisebüro bleiben aus. Wir müssen ein Reisebüro schliessen. Es geht einfach nicht mehr. Es ist keine Arbeit da. Und das, was noch läuft, das ist voller Überraschungen. Gestern sind 3 Busse abgereist für eine Donauschifffahrt. Und gestern Morgen wird bekannt, dass Ungarn die Grenzen zutut. Und die Donaureise, die 100 Passagiere, denen hat man auch gesagt, wir gehen nach Budapest. Und jetzt müssen wir denen sagen, sie, wir gehen nicht nach Budapest. Man hat das den Leuten mitgeteilt. Die Leute sind da schon unterwegs gewesen, oder? Etc. Ich war in dem Büro gestern Morgen, wo das natürlich ein grosser Betrieb war, um neue Ziele zu suchen. Bratislava haben sie dann als Ausweichstation gefunden. Das nur so als Abstecher. Also das, es läuft sehr wenig und das, was läuft, ist immer Überraschung, hat immer Überraschungen. Vor allem die Quarantäne. Sie fahren niemand mit ihnen nach Italien, oder? Aus Angst, Quarantäne. All das ist das, was besonders schwer macht. Aber die ganze Pandemie, die Folgen, die sind gar noch nicht abzuschätzen. Die werden heute sehr stark unterschätzt. Das wird Nachwirkungen haben. Aber ich darf sagen, Knecht wird das überleben. Also,
Dank der verschiedenen Standbeine und dank dem auch, dass er Haushalter ist, geschäftet hat.